Moin Freunde und einzige Willkommensgrüße aus den Seeschauminseln in Pokémon Infinite Fusion, der Nuzlocke Challenge mit mir, eure Nerds. Ja, im letzten Part haben wir quasi Arxus mit begegnet und einen Meisterball geschmissen, in dem es noch im roten Bereich war, aber die Bälle ausging, beziehungsweise es nicht den Willen dazu hatte, überhaupt sich mal auch außerhalb eines Meisterballs mitfangen zu lassen. Hat sogar noch eine schöne Fusion mitbekommen, könnt ihr gerne hier im letzten Part euch gerne mal anschauen. Also für euch da rechts oben eingeblendet. Mal sehen, ob das mit dem Finger dann ungefähr so mit passen würde. Also ungefähr diese Orientierung findet ihr dann quasi oben im i, das Ganze mit eingeblendet. Und ja, wir sind natürlich jetzt hier noch mit den Seeschauminseln noch nicht mit fertig, denn ich möchte ja noch den Rest mit erkundigen. Wie unter anderem hier eine große Perle, können wir gerne mit einsammeln. Dann gibt es da doch noch ein Rosana, ist ebenfalls noch ein statischer Encounter. Obwohl ich zwar schon ein Cursilla hier als Routen-Encounter mit gefunden habe, finde ich aber, könnten wir es durchaus von Nutzen halten, wenn wir hier noch einen weiteren statischen Encounter damit hineinnehmen, das dann mit irgendeinem Pokémon unserer Wahl mit fusillieren. Und dann mal sehen, was wir noch so Feines hiermit finden können. Also hier bin ich ja schon mehr oder weniger mit gewesen. Unten ging es für mich ja nicht mit lang. Und dementsprechend, warte mal, wie bin ich jetzt hier gleich mal dorthin gekommen? Ich bin dort hochgebounced. Warte mal, wie kam ich denn gleich mal dorthin? Ich bin so lang dort abgeprallt. Dann, wie bin ich gleich mal dorthin gekommen? Achso, warte mal, da lang. Und dann kam ich quasi von unten. Also von da. Irgendwie. So, und ja gut. Verdammt, ich hätte eigentlich den anderen Weg nehmen müssen. Eine Ewigkeit später. Alright, und dem es nicht mit Versehen tut, sind wir schon hier bei Rosana mit angelangt. Ja, also man muss hier lediglich noch ein anderes Eisrätsel noch mit lösen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch etwas mitfinden. Auf jeden Fall, Rosana, statischer Encounter und verdammt, ich habe vergessen zu heilen. Natürlich das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht geheilt. Aber hey, es gibt wenigstens noch eine positive Sache. Ich habe auch mal Makarsch mit reingenommen, damit man ihn auch mal mit sehen tut. Also Grüße gehen raus. natürlich, wenn man schon im Pokémon Center ist, sollte man vielleicht noch die Gelegenheit nutzen, um sich zu heilen. Auf jeden Fall, ein paar Bälle wurden ja gleich noch mit zurückgekauft. Und so gut, ich wollte nur sagen, wir setzen mal eine Full Restore mit ein. Und dann brauche ich im Übrigen noch ein paar weitere Full Restores irgendwann. Ja, und Leute, was macht ihr denn den ganzen Tag, wenn ihr so Spiel spielt, egal ob ihr es aufnimmt, ihr wollt mit einer Stelle weitermachen und merkt, da war etwas, hier ist es gerade mit eingetreten. Gut, sprechen wir aber Rosana mit an und überreden es, dass wir es auch gleich mitnehmen. Ich muss mal sehen, weil wir haben ja schon mehr oder weniger ein Rosana mit unserem Zwerfinst. Ist an sich ein sehr cooles Pokémon. Dazu könnt ihr im Übrigen auch unten in der Videobeschreibung mal auf den Discord-Channel mitgehen. Ist so gesehen auch schon in jedem anderen der Folgen ein paar Mal jetzt dabei, aber ich habe es erst jetzt mal wieder erwähnt. Könnt ihr gerne hier im Bereich der Pokémon Infinite Fusion dort gerne beköstigen, weil ich bin nämlich nicht der Einzige, der nämlich das Spiel mitspielt und dann so einiges dort mit reinhaut. Und ja, hat dann somit eure Freude. Gut, wir gehen für einen Brayruff. Brayruff sollte quasi Jinx hier an sich mit einstecken und okay, soviel zu meiner Annahme. Schade eigentlich, ich hätte jetzt zu gerne noch einen weiteren statischen Counter noch mitgenommen. Bin ich ganz offen, ich hätte das jetzt für gut, gut gehießen. Okay, jetzt machen wir erstmal hier mit den regulären weiter, wo wir auch letztes Mal mit waren. Und das war so. Zack, 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 zack. Wir sind ja quasi dann hier oben. Ja, wir waren dann hier oben, da gab es ja quasi nichts für uns. Ich meine, hier gibt es ja quasi noch eine TM und diese wiederum möchte ich mir auch noch zu gerne mitholen. Da wäre zumindest Arctos. Aber ja, ich möchte mal nur zu gerne wissen, wo wir denn eigentlich dann dort zu der TM aufmachen können. Da muss es ja dann ja noch irgendwo einen Weg mitgeben, den ich jetzt bisher noch gar nicht hatte. Also, wir machen erstmal wieder hier runter. Dort kann ich ja nicht lang. Also, selbst wenn es dort oben ein Item mit wäre, dann hätte das in einer späteren Version dann nur mit gefixt werden müssen. Aber hier wiederum hast du dann keine Möglichkeit. Was im Übrigen sehr lustig ist, du kannst sogar auch Surfer einsetzen und das nützt dir aber mal nicht wirklich etwas. So als kleine Randnotiz. Wird man sehen, wir können es lediglich nur hier lang. Aber jetzt sind wir quasi auch schon wieder hier fast am Ende der Seeschauminseln. Es muss doch jetzt noch irgendwie einen Weg geben, wie zum Beispiel, wie wir hier an das Nugget mit rankommen. Aber ich würde jetzt noch zu gerne wissen, an dieses eine Item, wie kommen wir denn da ran? Es muss ja dann noch irgendwo noch einen Weg noch mitgeben. Irgendeinen Zugang, den ich jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm habe.
Also du kannst natürlich nicht mit hinein, was aber auch so eine schöne Referenz zu den Stärkefelsen mit war, die man sonst so in den Seeschauminseln mit hatte. Was es quasi mitteilte, ja, mit den jeweiligen Stärkefelsen bist du quasi in der Lage, diese nach unten zu schleudern. Und nur wenn du da auf die Strömung mit umschalten tust, kannst du dann somit auch an Arktis mit rankommen. Ansonsten hattest du nicht die Möglichkeit gehabt, das halt eben mit zu tun. Also, jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Oder kann es etwa jetzt sein, dass wir hier doch schon alles mit haben? Ich dachte, ich hätte doch hier noch hier die eine M noch mitgesehen, aber ich glaube, das ist wohl doch nicht so der Fall. Weil sind wir quasi wieder hier. Ach nee, stimmt, Mensch, ich habe schon längst mit eingesammelt. Hahaha. Okay, so viel dazu. Gut. Da wir jetzt halt einfach noch so viel Zeit auf der Orbit haben, sehen wir es gleich im Kernkraftwerk wieder. Ausgezeichnet. Und wenn wir schon mal mit dabei sind, hier gibt es ja noch eine TM, die wir jetzt mit bekommen können. Wild Charge. Jupp. Eine starke Elektroattacke. Nehme ich einfach sehr gerne mit. Gut. Oh, warte mal, stimmt, hier da unten gibt es ja auch noch ein Item. Oh mein Gott, es gibt ja so viele Stellen, wo wir bisher noch gar nicht rankommen konnten und... Ach so, so kannst du ran. Ein Magnetstein. Magnetstein? Ich kenne ein Magnet, was die Elektroattacke mit verstärkt. Was ist das? Particular stone that makes certain Pokémon to evolve. It has magnetic... Oh, verstehe. So dass du quasi einen Magneton zu einer Magnetzone oder auch ein... da sag ich schon, Nose Pass zu Probopass mit weiterwegen kannst. Sehr nice. Ja, Honnetsch. Dich kenne ich schon mittlerweile. Aber hey, jetzt können wir wenigstens hier mit hinein. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier oben so Feines mit haben. Ich würde mal sagen, wir setzen doch hier erstmal wieder ein bisschen Schutz mit ein. So viel Zeit muss schon mit sein. Weil ich einfach jetzt keinen Bock dazu habe, mich noch von irgendetwas ja, triggern zu lassen. Apropos triggern. Was lösen wir denn eigentlich hier denn so Feines aus? Ach so, das ist, stellt quasi eine Art Untergrund. Oh, das ist ja mega gut umgesetzt. Okay. Warte mal, wo geht's denn hier? Er wollte Ball. Naja. Es ist zwar jetzt nicht als statischer Encounter auf der Oberwelt mit gesehen, also gewesen, aber... Gut, warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier? Behandle ich das jetzt hier als statischer Encounter? Oder werde ich das als Routen-Encounter, wobei wir quasi schon hier einen Routen-Encounter mit haben? 6 Stunden später. Ich würde mal sagen, wir behandeln das hier als statischer Encounter. Es wurde zwar schon einmal mit gefangen für eine Sidequest. Und wenn ich mir das mal so überlege, können wir quasi auch noch ein weiteres Waterball mit einfangen. Zu Oranje City mit aufmachen. Dort in das Pokémon-Fan-Clubhaus mitgehen. Dort wollte doch irgendwer ein Waterball mit haben. Das wäre zumindest die Gelegenheit, wo wir das dann dort mit umsetzen kann. Deswegen fangen wir jetzt dieses Pokémon mit ein. Natürlich werde ich nicht mit Klopfer reingehen, weil der zimmert das Vieh straight wieder mit weg. Wir gehen mal mit Foxylove mit rein. Foxylove sollte das dann ein bisschen besser betanken und auch ein bisschen mehr mit austeilen, weil die anderen, die sind ja dann dementsprechend auch extrem stark. Electro Ball, gut, macht so gut wie gar keinen Schaden. Wir gehen mal für einen Quick Attack. Denke ich somit ab, dass es dann durchaus mit ausreicht. Und wir werden hier nicht in den Genuss kommen, dieses jeweilige Pokémon einzufangen, weil es sich gerade gesprengt hat. Cell Battery. Okay. Was macht denn eigentlich diese Cell Battery? Für was bist du eigentlich zuständig? Oder hätte bei einem Electric Booth, its attack will rise. Ah, ich habe sogar nochmal die Möglichkeit, ein potenzielles Waterball mit einzufangen. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier genau dasselbe wie zuvor auch. Wir gehen jetzt hier mit Foxylove hinein und hoffen mal, dass das Vieh sich jetzt nicht instant in die Luft schenkt. Luft sprengt. Electro Ball. Kannst du mit einsetzen. Quick Attack, los geht's. Und mal sehen, was es macht. Magnetrise. Okay. Das setzt zumindest jetzt keine Explosion mit ein oder nur Finale. Deswegen schmeißen wir, weil es eine Premiere für uns mit ist, einen Primärball. Hat ja fast dieselbe Farbe und Farbe. Also Farbe und Form. Ja, Farbe und Farbe. Wenn du zwei Wörter wieder mit hast, die du dann miteinander mit tauschen tust, ist es wirklich das Perfekte, was du hier mitmachen kannst. Also, ich stelle dich einfach mal Böller Böller.
Und das erinnert mich ja quasi dann noch das Volteball bzw. Elektroball von Pokémon Radical Red. Es befindet sich momentan auf dem Friedhof, aber das ist mir erstmal egal, weil ich habe in die Box noch nicht mehr mit gewechselt. Nichtsdestotrotz. Carbon für die Initiative nehme ich sehr gerne mit. Kann man durchaus mit gebrauchen. Nee, hinter der Kiste ist nichts, aber wir sehen uns so sehr verdächtig mit aus. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wenn du quasi so Zapdos mit wärst, sogar noch ein Volteball, nice. Es ist somit für mich jetzt ein statischer Encounter, deswegen darf ich das nochmal mit einfangen, wenn ich es gerne mit möchte. Zapdos. Würdest du jetzt unbedingt als Zapdos jetzt hier zu dem Elektrokraftwerk zurückfliegen, wo du eigentlich nur reinkommen kannst? Na gut, ich meine, Zapdos braucht ja quasi keine Keycard. Aber dass du dann erstmal so diesen ganzen Dungeon hier hin und her dich bewegen tust, in der Erwartung, dass du dann irgendwann mal gefangen werden kannst oder nicht. I don't know. Also ich würde nur zu gerne, weshalb ich hier mit sage, dass ich hier noch gerne ein weiteres Volteball mit anfangen möchte. Mal mit sehen, wie es überhaupt aussehe, wenn wir ein Volteball mit einem Zapdos fusionieren. Sofern es das auch hiermit gelingt. Gut, hier ist zumindest eine Sackgasse. Ist schon erstmal was sehr Gutes. Max Elixier nehme ich gerne mit. Und lass mich raten. Waren sicher mehr als offensichtlich. Elektroball. Na gut, du siehst ja auch einen statischen Encounter. Ich hoffe mal, du steckst durchaus ein bisschen mehr mit ein. Deswegen gehen wir mal zu Makash. Makash muss ich jetzt auch mal ein bisschen mal mit beweisen, weil die ganze Zeit auch nur auf der Box und wurde lediglich in irgendeinem Part mal mit... ja, repräsentativ mitgemacht, aber ansonsten eigentlich nicht. Wir gehen auf den Blaze Kick. Das Ding ist einfach, wir können hier quasi nicht paralysiert werden und das war natürlich ein Critical Hit. Danke dafür. Oh je, yeah. Werde ich es überhaupt noch fertig bekommen? Ein... Oh... Ein weiteres Pokémon mit zu fangen, was ich dann mit Zapdos potenziell fusionieren kann. Jetzt haben wir natürlich hier ein Fusions-Pokémon und ja, ich sag mal, ich kenne schon dieses Pokémon, weil quasi der gute Kura, der hat ja quasi auch schon mal hier mal ein, ich sag mal, Discord-Stream zu Pokémon Infinite Fusion mitgemacht. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir gleich eine Fusion mitbekommen, sondern vielleicht ist auch nur Raichu, aber dann hätte ich es auch mitgenommen. Okay, komm, du hältst doch durchaus mehr mit aus. Statik ist mir sowas von Wumpe. Ist mir sowas von Banane. Juckt mich mal überhaupt nicht. Komm, dich fange ich. Dich will ich haben. Wir schmeißen einen Fusionsball. Du bist ein fusioniertes Pokémon. Das klappt. Yo. Da können wir jetzt noch so ein paar weitere Pokémon noch mitfangen. Einfach weil wir gerade das damit können. Gut. Riot. Gut. Raichu und Electrode. Ich würde mal sagen, ich habe schon den perfekten Namen für dich. Dich nenne ich einfach Fatball, weil das ist so eine richtige Fettkugel. Mehr musst du nicht dazu mit sagen. Dann machen wir das einfach mal, dass wir hier noch ein Bulli noch mit verwenden. Klopfer lasse ich aber jetzt auch so in den Zustand. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das hier noch irgendwie mit heilen müsste. Hoffentlich bereue ich jetzt noch nicht diesen Satz. Oder generell nicht. Junge, das ist ja ein richtiges Labyrinth. Also, einen Versuch möchte ich ja durchaus noch mit hernehmen. Für ein... also für eine Fusion bestehend aus Zapdos und einem Volteball oder auch mit einem Elektroball. Nehme ich dann eben auch gerne mit. Gut. Frage. Werden wir jetzt nochmal hier einen Critical Hit mit erzielen? Bitte nicht. High Jump Kick brauchen wir nicht mit einzusetzen, weil das hätte quasi auch potenziell... das Pokémon rausnehmen können, aber gut, wir werden auch hier generell nicht mit in den Genuss kommen, weil sich quasi jedes einzelne Pokémon sofort in die Luft mit sprengen tut. Ja, ich würde mal sagen, dass, also wie ich wohl diesen Part mit nenne, ich weiß bisher noch nicht, wie ich das wohl mit nennen kann. Reflektor? Nice! Es war mir schon sehr sass, dass jetzt das mit ist, wie zum Beispiel auch ein Donnerstein. Jupp. Es geht sogar nach oben mit lang und unten geht es sogar, ich glaube, auch wieder raus. Da möchte ich erstmal unten lang gehen. Um mich erstmal zu orientieren, wo es eigentlich da, wo mit rausgeht. Wie wir es dort unten so schön mit sehen. Da wird auch wieder ein Elektroball oder ein Volteball mit sein, aber dazu kommen wir am besten
Nee, es geht nicht raus. Oh, wir kommen so... Oh! Das ist ja ein schöner Bait. Und da haben wir schon gleich das nächste Pokémon, was hier fusioniert ist. Choltot. Ja. Ich würde nur zu gerne, aber diese Regelung habe ich ja bei mir leider nicht mit reingenommen. Einige Pokémon davon gerne mal defusionieren und dann einfach so meine Freude damit haben. Und diese dann vielleicht mit anderen fusionieren und so mit reinnehmen, aber ich würde mal sagen, wir, weil das ja quasi alle statische Encounter mit sind, ich sag's gerne noch einmal, nehmen wir einfach gerne mit. Und zum Glück habe ich noch einige Hyper-Eiler. Ich hatte jetzt mehr angenommen, dass es hier noch zwei TMs noch mit gibt, aber gut, da wurde ich jetzt ordentlich gebaitet, deswegen nennen wir dich einfach so Bait, weil du bist dann an sich schon mehr als offensichtlich, für was du eigentlich damit stehen tust. Junge! Gut, warte mal, Carbon, Initiative. Wen erhöhen wir denn hier die Initiative? Ich würde mal sagen, wir machen das auf Klopfer. Nee, da hat es gar keinen Effekt mehr. Schicken wir das auf Foxy Love mit hinein. Und, ja gut, voll hier, los geht's für Klopfer. Klopfer habe ich ja schon auf... Oh, Donner, nice. Auch schon auf maximale Initiative schon mit hochgebuddert. Sehr gut. Also so viel dazu, dass es dann dort mit rausgeht. Okay, lass mich raten. Hey, die Cell Battery. Und sag mal, da ist sogar noch eine Treppe. Junge! Oder warte mal. Ach nee, Quatsch, nee, von der Treppe kam ich ja. True. Ahahaha. Mensch, und die Treppe, die hat mich jetzt mal komplett getriggert. Aber sowas von. Gut. So wie es also im originalen Spiel mit ist, geht es jetzt erstmal hier. Diesen Weg bitte lang, wo wir dann noch dazu Zapdos bekommen. Ich habe doch schon gedacht, das sieht doch schon ein bisschen sehr sus mit aus. Weil seit wann ist ein bisschen Elektroball so witzig klein? Ja, Voltorb und Elektroorb. Und wieder sehen wir mal eine schöne Sprengung. Also, ich glaube, das erklärt es auch, warum hier alles hier in Schutt und Asche schon mitliegt, weil quasi die ganzen Voltu und Elektroballs alles in die Luft jagen, was nicht mehr drauf den Bäumen mit ist. Oh! Oh, cool, verstehe. Ich muss Batterien sammeln. Warte mal, habe ich noch eine? Oh, ich brauche sogar... Ah, okay, ich brauche sogar noch eine. Ach nee, ich dachte, ich muss noch eine weitere Batterien mit holen. Stattdessen hier hack ich das Ganze noch mit. Damit. Okay, das ist also mehr so ein Glücksspiel. Ui, Moment, da will ich erstmal gucken. Also, das heißt, ich habe jetzt hier die ganzen Batterien jetzt nicht mehr bei mir. Nö. Junge. Oh, Cell Battery, na sowas. Also, ich kam sogar auch jetzt hier gar nicht mit weg, weil ich wollte eigentlich jetzt hier noch mich aufwachen, noch eine weitere Cell Battery noch mit holen, aber kommt dann mehr so in den Genuss, das irgendwie mit hacken zu wollen. Gut, lass mich raten. Da oben geht es ja dann mehr oder weniger weiter. Junge, du, was hat man denn hier alles mit eingebaut? Mega spitze. Hier gibt es erstmal nichts, hier auch nichts. Es sieht dann aber schon mehr mit aus, dass ich dann da oben hier dann eindeutig mit weitergehen muss. Gut. Zwei Zellbatterien, also somit sollte es jetzt für mich keine Problematik mehr darstellen, dass wir jetzt dort noch etwas mit fangen, also generell jetzt noch dort mit weitermachen können. Deswegen rein damit. 95%. Los, komm, rein mit der Batterie. Ernsthaft? Fully Charge, oben geht. Oh, Junge, du kommst doch nicht mit so etwas um die Ecke. Okay, bevor ich aber dort mit lang gehe, möchte ich erstmal wissen, was haben wir denn da oben? Ich muss mir dann im Übrigen noch überlegen, wie ich an diesem Part mit nenne. Ein Electek, ja moin! Also wenn ich Zapdos, oder eher gesagt, wenn ich ja kein Volteball mitholen kann, dann nehme ich auch ein Electek mit. Hallo Electek!
Ich würde mal sagen, ich hätte für dich schon den passenden Namen. Ich nenne dich einfach Bass der Zweite. Das ist dann somit die Wiedergeburt von Bass. Wir gehen aber zum Makark mit hinein, weil, ja gut, Statik juckt nicht. Lichtschild kannst du aufsetzen. Wir gehen mal hier für einen Blaze Kick, weil Heilsam Kick ist Step, tut weh und kann auch quasi missen, tut an uns noch mehr weh. Deswegen gehen wir auf den Blaze Kick. Wenn es quasi mit daneben gehen sollte, juckt dich das überhaupt nicht. Ja, dieser Schaden ist schon durchaus mit legitim. Dann schmeißen wir jetzt hier noch einen Ball. Und wir nehmen... Gut, ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie schwer so ein Electric mit ist, aber ich glaube, der lässt sich damit nicht wirklich fangen mit einem Heavy Ball. Also ich muss mal überlegen, wo kriegt man den Quick Balls her? War das in Fuxiana City oder in Saffronia City? Ich weiß gar nicht, wo man das dann dort mit herbekommen. Muss ich erstmal selber irgendwie mal Ausschau mithalten. Gut, auf jeden Fall auch hier Bass der Zweite oder wer auch sich gerne hier als Electric mit repräsentativ machen möchte, gerne unten in die Kommentare damit oder auch hier auf Discord nur zu und dann schauen wir natürlich mal dort mit nach. Und irgendwann werde ich vielleicht noch in den Genuss damit kommen, hier einen Volteball noch mit einzufangen, deswegen speeden wir jetzt das Ganze. Und vielleicht haben wir einfach nur mit Glück und fangen es, so wie gerade eben. Das heißt, ich kann mir sogar jetzt noch mit aussuchen, wie ich das dann womit nennen möchte. Also generell, mit welchem Pokémon ich das hier irgendwie mit positionieren möchte. Gut, wir nennen ich einfach noch Ball. Muss man natürlich mal mit sehen. Und hier haben wir sogar noch einen Elektroball. Kommt schon, just for fun. Wenn wir gleich das noch hier mit einfangen können. Nur zu. Da muss ich mal sehen, wie ich das eigentlich mitmache. Wir haben, warte mal, vielleicht gibt es ja noch auf der Zinnoberinsel hier noch jemanden, der ja unter anderem vielleicht einen Elektroball mit benötigen würde. Also ich schaue mich mal so ein bisschen mit um, ansonsten muss ich mal sehen, wie ich das dann irgendwie für mich hier mit reinkleistern lassen möchte. Gut, der hält es wenigstens stand und der geht ja nicht instant hier auf eine Explosion, deswegen fangen wir doch am besten hier das Vieh. Sehr schön. Also ich weiß es schon gar nicht, wie viele Fangversuche ich jetzt alleine nur für diesen heutigen Part hier schon mit hatte. Eindeutig schon zu viele. Und langsam gehen auch mir die Namen mit aus. Alright. Aber ich bin noch lange nicht mit fertig, denn hier gibt es natürlich auch noch etwas für euch extra mit eingeblendet. Also so im Nachhinein. Und ich muss mir auch noch ein paar neuere Highlights mir noch mitholen. Deswegen verpuddern wir jetzt erst noch sämtliche... Fiber Potions, was wir noch mit am Start haben. Und jetzt machen wir es halt eben noch mit auf zu Zapdos. Ich will dieses Vieh haben. Vielleicht kommen wir auch irgendwann nochmal in den Genuss, zu Lavados mitzukommen. Aber aktuell steht es natürlich jetzt erstmal noch in den Sternen. Und apropos Sterne, wir sollten doch mal endlich unseren Star sehen. Wie da zum Beispiel. Da ist er. Okay. Elektroflug. Schwach gegenüber Flug. Neutral gegenüber Elektro. Schwach gegenüber Elektro. Schwach gegenüber Elektro. Immun gegenüber Elektro. Foxy Love steckt das gut weg. Klopfer steckt das auch gut weg. Ich würde mal sagen, wir gehen mal mit Klopfer rein. Und dann gehen wir mal vielleicht zu Flying A. Muss man mal mit sehen. Aber ich will auch dieses Vieh hier mit haben. Ja, Pressure kennen wir schon mittlerweile. Ich hätte nur zu gerne gewusst. In dem Moment, wo ich quasi gegen alle drei antraten, wie sah es dann eigentlich da mit dem Pressure aus? Also war es dann somit dann der Pressure eines Pressure eines Pressure, dass dann somit dann das doppelte 4 und dann somit dann das 8-fache an APs mit verpulvert hättest? Ich habe keine Vorstellung. Aber gut, wir gehen einfach mal... Wir einen Step Dizzy Punch. Wir outspeeden. Verwirren. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und auch hier sieht man mal wieder das Prinzip. Wenn der Gegner mit verwirrt ist, den juckt das mal gar nicht. Null juckt den das mal. Okay. Jetzt haben wir wieder dasselbe Spielchen wie vorhin auch. Deswegen werde ich jetzt wieder zu Fox Love wieder mit auswechseln. Ein Quick... Attack hier wieder mit einsetzen und dann mal sehen, ob wir wieder genau dasselbe mit erhalten. Natürlich, er ist aus seiner Verwirrung draußen und geht straight für ein Antikraft.
Gut, ich würde mal sagen, Foxy Love brauche ich jetzt hier nicht weiter mit drin zu behalten. Das hat sich jetzt somit schon mit erledigt. Wir gehen zu Flying A. Danke dafür. Einfach mal so random. Random, just for fun. Und los geht's. Discharge hat keine Wirkung. Gut, was machen wir? Bulldoze hat keine Wirkung. Erzenbeben hat keine Wirkung. Solarstrahl wird neutral mit getroffen. Aber damit könnten wir zumindest ein bisschen stallen. Der erhöht natürlich noch seine Spezialdefensive. Oh mein Gott, was geht hier nur ab? Was geht hier nur ab? Komm, ich gehe nochmal auf den Solarstrahl. Ein Solarstrahl tankt er ja noch. Insbesondere, der ist auf plus 1 Spezialdefensive. Okay. Ich denke mal, das sollte mehr als genug ausreichen. Wir gehen auf den Superball und... Nee, nicht Super, Hyperball. Und ich speede das auch mal hier, weil ich dann einfach keinen Bock dazu habe, hier noch keine Ahnung, wie viel Zeit dafür mit zu investieren. Also entweder klappt es oder es klappt nicht. Ich schmeiße hier alle Bälle, die ich habe. Das hat sogar jetzt schon dreimal gewackelt. Also könnte schon potenziell dafür mit sorgen, dass wir das Vier nun bald ja nun endlich mal haben werden. Wie jetzt zum Beispiel. Oh my goodness. Elektroflug, da ist es. Das legendäre Pokémon in statischer Form. Wie nenne ich dich denn eigentlich? Ich nenne dich... Bolt. Alright. Also Leute. Ich werde jetzt diesen Part hier für euch jetzt hiermit abschließen. Ich bin mittlerweile, wenn ich jetzt das Geschnittene jetzt noch nicht mit einbeziehe, in 2, 1, jetzt bei 30 Minuten. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder und mal sehen, wie es damit abläuft. Also einige Pokémon werde ich dann hier bestenfalls noch mit tauschen. Andere werde ich dann hier noch mit fusionieren. Was damit alles rauskommt, sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.